Shalom, ihr Lieben. Ich warte mal noch kurz, bis sich einige einloggen, ein paar Leute einloggen. Shalom, schönen guten Tag. Heute lese ich aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Ja, wir hören hier, dass Jesus fragt: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Hat er denn seine eigene Familie nicht erkannt? Er hat doch seine Mutter lieb, ja, er liebt seine Mutter und er liebt seine Brüder, aber er zeigt auf Menschen, die er eigentlich noch gar nicht kennt oder nicht kennt. Ich habe euch ja von meinem Traum erzählt, also in einem anderen Video, wo ich Jesus gesehen habe. Ich habe ihn nicht gleich erkannt, aber ich habe einen großen Frieden gespürt, als ich ihm gegenüberstand und er hatte ein Gewand an und ja tatsächlich Sandalen. Er war ganz schlicht und nicht so, wie man sich jetzt vorstellt, dass er jetzt ja ein Herrscher ist oder sowas. Nein, er ist ganz friedlich. Ja, er wird Weltenherrscher genannt. Aber als ich ihm gegenüberstand, dann ist wie ein riesen Rucksack von mir abgefallen und ich dachte, dass ich habe gespürt, er ist wie ein Vater, ein Bruder, ein Freund und das gleichzeitig. Das war ein überwältigendes Gefühl und so liebt uns Jesus. Also auch wenn wir ihn jetzt im Moment nicht sehen können, dürfen wir zu ihm beten. Wo können wir Jesus begegnen? Also da, wo wir Jesus begegnen können, ist natürlich in der Kirche, im Gotteshaus. Also ich bin aus dem katholischen Glauben. Und ja, in den katholischen Kirchen steht ein Tabernakel. Und Jesus sagt ja, wer mein Fleisch isst, der hat das ewige Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und das ist ja die heilige Hostie, in der Jesus gegenwärtig ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel im Moment zu verstehen und schwierig zu verstehen im Moment. Vielleicht kann ich noch mal auf das ein oder andere eingehen, aber in der Kirche können wir in der Gemeinschaft beten und dann hat das Gebet noch eine doppelte Wirkung, wenn wir zusammen beten.
Und warum können wir darauf vertrauen, dass unser Gebet von Gott gehört wird? Viele Menschen, die Jesus während seines irdischen Lebens um Heilung anriefen, wurden erhört. Jesus, der vom Tod auferstanden ist, lebt, hört auf unsere Bitten und trägt sie zum Vater. Noch heute kennen wir den Namen des Synagogenvorstehers, Jairus hieß der Mann, der Jesus um Hilfe anflehte und von ihm erhört wurde. Seine kleine Tochter war todkrank, niemand konnte mehr helfen. Jesus heilte sein Töchterchen nicht nur, er erweckte es sogar von den Toten. Von Jesus ging eine Fülle sicher bezeugter Heilungen aus. Er tat Zeichen, Wunder, Lahme, Aussätzige und Blinde baten Jesus nicht umsonst. Auch von allen Heiligen der Kirche sind Gebetserhörungen bezeugt. Viele Christen wissen zu erzählen, wie sie zu Gott gerufen haben und Gott sie erhört hat. Gott ist jedoch kein Automat. Auf welche Weise er unser Rufen erhört, müssen wir ihm überlassen. Ja, Jesus sagt ja auch, bleibt an meinem Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt ja auch, wenn wir einen Freund haben oder eine Freundin, dann versuchen wir ja weiterhin den Kontakt aufrecht zu erhalten, wenn es uns möglich ist. Und ja, dann versuchen wir auch dem Freund oder der Freundin treu zu bleiben. Und so ist es auch bei Jesus, dass wir, wenn er uns seine Liebe gibt und wir diese erwidern im Gebet, dass wir da treu bleiben auch. Und deswegen, er hat ja auch die Kirche für uns ja aufgebaut oder er hat sie ins Leben gerufen. Und das ist auch eine gute Hilfe für uns, dass wir zur Kirche gehen dürfen. Also wir Christen sind ja dazu auch aufgerufen, zum Gottesdienst zu gehen sonntags. Dass wir den Sonntag auch in Ehren halten. Gott hat uns so viele Dinge geschenkt. Und diese Schöpfung mit diesen wunderbaren Dingen, die es gibt, Tiere und ja, Menschen, die uns bereichern. Und den Himmel, die Erde, die Sonne, den Mond, die Sterne, das Universum, das ist ja so riesig. Warum sollen wir auch nicht deswegen dann Danke sagen im Gottesdienst und wenigstens einmal am in der Woche Gott danken? Und ja, wer möchte, kann auch mal zu einem einen Gottesdienst besuchen. Man kann ja googeln, wo ist in der Nähe eine Kirche. Da liegen solche Broschüren aus oder Hefte, wo also diese Gottesdienstzeiten drinstehen. Es kann ja mal sein, dass man wirklich ein Problem hat mit einer Freundin oder mit einem Freund oder in der Ehe. Und ja, man macht sich gegenseitig Vorwürfe, was weiß ich, der Mann sagt zu der Frau, wieso hast du die Lockenwickler an? Das gefällt mir nicht. Und wenn man zum Gottesdienst geht und hört die Predigt und der Priester sagt, ja, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Und das ist auch für Ehepaare sehr hilfreich, dass wir trotz den Lockenwicklern, die uns nicht gefallen, trotzdem sagen, am nächsten Tag sieht meine Frau wieder ganz anders aus. Und ja, das ist wichtig, dass wir uns die Predigt anhören, das Wort Gottes, dass wir in der Liebe Gottes bleiben. Gott ist die Liebe und er hat uns ja, die Bibel geschenkt, das ist das Wort Gottes. Das Alte Testament, das Neue Testament, das ist mal gut, wenn wir die Bibel mal zur Hand nehmen, darin lesen.